Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Ark Eternal. So, hinter mir seht ihr den schönen Robert Griffin, den komischen. So, mit dem wollen wir jetzt mal eine Tour machen über die Karte und gucken, was wir so erledigen können, einsammeln können oder was wir finden. In dem Sinne würde ich sagen, geht los. So, ich habe einen Skylord genannt. Den Robert Griffin. So, in dem Sinne fliegen wir mal los und gucken, was hier Masse ist. Also der hat auch einigermaßen Power, mit dem sollten wir auch was anrichten können. Denn wir brauchen auch ganz viele Materialien. Und vieles finden wir halt in den Inventaren der Dinos oder kriegen die auch durch Killen von diesen Dinos. Oh, das ist ein Eis. Ach, hey. Der hat einen Eisstrahl gemacht, ne? Eternal Ice Drake. Oh, er ist fast tot. Okay. Oh, da ist auch ein Affe. Normaler Affe, okay. Mischen wir uns mal ein da. Da habe ich schon gesehen, da liegt eine Tasche. Die wollen wir natürlich gleich haben. Der hat uns aber gezwickt, ne? Ach, da ist noch ein Rockcrack. Komm, das schaffen wir. Wie viel hat er denn? So, weggesnackt. So. Irgendwas haben wir da noch angezeigt. Oh. So. Da lagen doch noch Taschen, da wollte ich dran. Dilo, du fällst mir da ordentlich. Wie viel Leben hat er? Spur. So. Da steht eine Tasche. Dann gehen wir mal schnell gucken. Erstmal alle einsammeln. So, komm, du kannst genug tragen. Machen wir das ganze Zeug rein. Das Eternal-Zeug behalten wir natürlich, was wir so brauchen. Die Dinger, die sind mir wichtig. Oh, warte, da war noch. Ding-ding. So. Oh, was seid ihr denn? Kann ich die auch putt machen? Oh, der macht Feuer. Geht's uns gut? Hätte vielleicht gucken sollen, vorher, wie viel Leben das Ding hat. Okay. Da vorne stehen wieder zwei Taschen. Wir sammeln. Wir sind heute auf Sammeltour. Wir brauchen Materialien, vor allem diese Orbs, Kristalle und sowas. Das wollen wir alle haben. Wir brauchen ganz schön viele Materialien, um alles herzustellen. Prime-Pfeile und den ganzen Schmodder. Hat eine Haltbarkeit. Auch eine Haltbarkeit. Normale Zeug pumpen wir alles rüber. So. Oh, da unten ist so ein Feuerdingen. Wie groß ist denn auch? Wir haben Level Up. Denk mal, wir geben in Leben rein. So.
Was ist denn das da unten? Wo war der denn? Da ist er. Fire. Okay. 1,9 Millionen Leben. Na, wir wollen aber, ne? Was ist da denn? Atropleura, okay. Mutiert. Na Leute, wir gucken mal weiter. Hier sollen sogar Bosse direkt auf Karte spawnen. Hier gibt es also über 30 Bosse, wird geschrieben. Manche sind leicht zu besiegen, manche wären so gut wie unmöglich zu töten. Bist du ein normaler? Wo war er denn? Hä? War hier nicht gerade ein Quetz? Ja. Irgendwie nicht. Okay. Schau mal weiter. Ich will mal ins Land reinfliegen. Guck mal, eine Libelle. Auch nicht schlecht, ne? Wo denn? Elite. Dragonfly. Platti. 15.000. Und? Kannst du denn getamed werden? Hier habe ich schon öfters Metall geholt und bin auch öfters hier gestorben. Was haben wir denn da? Nein, Eternal. Leute. Komm, wir nehmen alles mal mit hier. Den vor uns haben wir besser. Stirb! So, und hier vorne lag ja noch eine Tasche, ne? Da. Die Taschen sind momentan immer wichtig, wegen diesen ganzen Kristallen und so. Und den ganzen Orbs und den ganzen Gelumpe. So. Das schicke ich mal alles rüber hier. Was willst du denn? Normaler Raptor. Nee, ist klar. Die normalen Viecher interessieren uns nicht. Wir wollen die Eternal-Viecher. Soweit ich weiß... Ach, wir könnten mal reingucken, was es denn in so Drops gibt. Ob es da jetzt auch Eternal-Sachen gibt. Denn ich muss sagen, ich habe noch keine Drops hier eingesammelt. Keine Loots. Nur mal gucken. Einsammeln. Mal schauen. Das ist ganz wichtig, brauchen wir nicht. Und das? Ein normaler Sattel, ne? Anstatt das höchste überragend, ist hier das höchste Mystical. So, da wir die Loots ein bisschen höher eingestellt haben, kriegen wir halt nicht überragend, sondern Mystical halt raus. So. Ist das ein Otter? Passt aus wie ein Otter. Aber das Fernglas von Eternal ist echt Eternal Prime Otter. Wird getamed, was? Den lassen wir mal leben. Ist sonst noch was? Mal hier. Oh.
Zum Glück haben wir einen fetten Sattel. Aber der ist tot. Sehr schön. Lande! Press auf. Hui. Ja, hier ist die Chance, wenn, wenn man ein Tier tötet, dass irgendein stärkeres Tier rauskommt. Wie man sieht, hier ist es passiert. Was diese Flammen machen oder so, ich weiß es nicht, Leute. So, erstmal draufstürzen hier. Zum Glück haben wir den Sattel mit 1950 Rüstung. Eule, du auch noch. Nee, ist klar. Haben die denn? Was ist das für Feuer? Was macht das? Hey. Mit diesem Strahl, den der hier macht, kann man nicht so gut, ne? Kann man nicht so gut zielen. Aber er macht halt mehr Schaden, als wenn ich nur einmal kurz zuschlage. Noch geht's uns gut. Sollte vielleicht mal drauf gucken, wie viel Leben die haben. Sehe ich so nicht. Die sind aber sofort wieder friedlich, also. Sind weg. War das Minions? Okay. Sind hier noch irgendwelche Taschen? Ja, da. Waren das wohl Minions? Wir haben letztens gesehen, dass dieser Fiespanzer oder Friespanzer Panda oder wie der heißt, dass der hier Minions rufen kann. Vielleicht war hier auch ein Vieh bei, was noch Minions gerufen hat, bevor es gestorben ist oder so. Man vermutet nur, man weiß es nicht. Oh, was ist das denn? Elementar Space Panda Sattel. Okay, mit 150 Rüstung. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Wie schwer bin ich denn? Kann ich die tragen? Ja. Behalte die erstmal in Tasche, weil das hatten wir auch noch nicht. Die habe ich also gekriegt, als ich die Panda angegriffen habe. Auch nicht schlecht. So, dann schauen wir mal weiter. Was wir sonst noch für Viecher finden. Wir müssen mal die ersten Kristalle und so, die hat man gekriegt, wenn man irgendwo bei war, wo ein Skelettdingen, was ist das denn? Der ist auf jeden Fall schon fast tot. Hat aber 2 Millionen oder sowas noch, ne? Also das dauert.
Wo ist denn das Vieh? Da. Ist der hin? Jo, der ist hin. Naja, der hat ja nicht mehr viel Leben gehabt, ne? So. Haben wir einen? Ja, ein Dino-Herz. Okay. Ich dachte, da gäbe es jetzt irgendwas Besonderes oder so. Eine Rollratte? Leute, ich kann eine Rollratte tragen! Hihihihihihi. Normales Dingeling. Also kann der alles tragen hier oder was? Ich gehe kaputt. Müssen wir mal testen mit anderen Viechern, ob der die tragen kann. Ach, seht ihr, schon wieder Kristalle gekriegt, weil irgendwo irgendwie getötet wurde in der Nähe. So habe ich überhaupt die ersten Kristalle gekriegt. Elefant. Elefant. Heute abends gibt's Elefantenfilet. Los! Jawoll. Hat aber nur einen Blutstropfen gekriegt. Keine Kristalle, nix. Oje. Ach, hier wäre der Dungeon. Genau. Aber in Dungeon wollen wir eigentlich nicht rein, großartig. Weil da ist nicht viel Platz. Und wenn da auch solche Eternal-Viecher sind, dann Prost Mahlzeit. Noch ein Elefant. Geblieben? Nein, wir müssten also alles im Inventar haben. Was gab's denn? Nichts. Ja. Dann hat er das alles drin. Hey, da ist ja einiges. Was ist das denn? Large XP Potion. Plus viermal Buff für 10 Minuten. Oh, und was ist das? Elemental Blut. Hält 5 Tage? Och je. Das wollen wir haben, das wollen wir haben. Das Fleisch kann meinetwegen nach oben. Aber sonst noch irgendwas Besonderes. Was ist das? XP-Trunk. Vor 10 Minuten 5 Mal. XP, okay. Okay, okay. Hier hätten wir noch ein Orb. Herz. Blut. Kiebel. Hier hat nur noch DNA. Okay. Lohnt sich auf jeden Fall die Reise. Da ist eine Tasche. Eine Tasche. Wieso?
Hallo? Da ist er. Komm da raus, genau. Was ist das? Oh! Was war das denn? Sah aber böse aus, der Effekt gerade. So. Irgendwas in der Nähe, was mich fressen will? Nein. Dann looten. Looten, was das Zeug hält. So. Das war nicht so spektakulär. Vorne war noch eine Tasche. Das sieht schon besser aus. Hier vorne noch eine Tasche. Ja. Sehr schön. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Müssen ja auch sehen, woher die ganzen Materialien kommen, ne Leute? Also, kommt ja nicht alles von irgendwo her, fällt ja nicht vom Himmel. Hat er Durst? Dem kann ich abhelfen. Bitte. Behalte ich bei mir. Was geht denn noch rüber? Was geht rüber? Das, 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 das und das. So. Können wir eigentlich weiter essen? Könnte ich auch mal was? So, dann können wir eigentlich weiter gucken. Elefant haben wir schon mal gehabt jetzt. Wenn irgendwas nach Boss aussieht, dann müssen wir natürlich gucken. Ich weiß nicht, ne, wie stark die sind oder so. Weil das hört sich zwar gut an, dass der hier um die 6 Millionen hat, Leben. Aber wenn ich an Omega denke, da waren ja Bosse, die 5, 6 Millionen Schaden gemacht haben mit einem mit einer Attacke. Was ist das denn da unten? Was machst du denn hier unten? Wirklich. Hier ist auf jeden Fall eine Tasche. Ihr wisst ja, die Taschen im Moment lässt er nicht liegen. So, hat sich gelohnt. Das ist eine Trankbowler. Ja, war eine Trankbowler. Sehr schön. Das sind normale Handschuhe. Bin weg. So einen haben wir schon. Welches Level bist denn du? 580. Was bist du? Dinobus oder... Besser mit Brachio. Okay, den kenne ich gar nicht, ne? Wie viel Leben hat denn der? 1 Million. Brachio, du hast Glück, ich habe was anderes gesehen. Was viel toller aussah. Geh mal weg. Na, da ist Wasser, da schmeißt er... Der schmeißt mich im Wasser nicht ab. Okay. Aber ich habe doch da eben so ein... Die Morphodon-Plötzlich gesehen.
hier nicht so ein Dimorphodon-Verschnitt? So wie ich auf Schulter habe, nur in hellgrün? Hab ich doch vorhin gesehen, oder? Ha. Huh. Da war er weg. So. Der hat mich da oben nicht abgeschmissen. Suchen wir uns mal ein ruhiges Plätzchen hier vorne. War das Fake-Wasser? Der schmeißt mich doch im Wasser ab. Hui, Leute, der kann ins Wasser. Hui. Kann doch durchs Wasser fliegen. Da. Ach, sind sogar zwei Leute. Seid ihr denn? Guck ich bei dir. Level. Leute, ich finde das Fernglas nicht toll, ne? Elementar Alpha Lion. Löwe. 540. Knockout. Immun vor normale Tranks. Alpha. Was? Alpha Tranks? Oh. Okay. Was kann der? Och, hier ist noch so ein Skelettdingen, Leute. Was bist du denn für ein? Rund 3,8 Millionen Leben. Ist ein Miniboss. Ein simpler Miniboss. Okay. Ach, dann sind die Skelettdinger Minibosse. Wir haben vorhin einen Miniboss erlegt, Leute. Hat er sein Handy nicht auf lautlos? Mach mal eben auf lautlos, Leute. Bevor das wieder passiert. So. Aber 3,8 Millionen. Das dauert ja mit dem hier auch ganz schön lange. Aber ist ein großes Ziel, Leute, ne? Wir versuchen es mal. Entweder er hat direkt daneben gezielt oder, ne? Okay. Machen wir das später. So, ich stelle mich mal hier hin. Dann würde ich mal sagen, Leute, wir haben einige Tiere gesehen, auch Spezialattacken und so. Die Tour geht natürlich weiter. Wir müssen wissen, was hier überall ist. Und müssen sehen, wie wir das alles gebacken kriegen, dass wir auch genug Ressourcen zusammen haben. Wenn ich hier in mein Inventar gucke, da haben wir die ganzen Elementarsachen. Eternal-Sachen. Da haben wir einige Kristalle in kürzester Zeit zusammengekriegt. Wir haben Orbs gekriegt. Wir haben hier dieses Eternal-Kibble gekriegt. Pfeile, Herzen, DNA und sogar Elementarblut. Und diese Elementars Space Panda Sattel. Also, keine Ahnung, wofür wir das noch brauchen. Panda hatte aber Hotshots, ne? Ja, da werde ich mal nachfragen und mal gucken. Vielleicht können sie ja einen von den Sätteln gebrauchen oder so. In dem Sinne würde ich aber erstmal sagen, von hier aus erstmal Tüdelü und Tschüss.